Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir müssen uns mal wieder mit diesem Dramon schlagen. Und wir gucken mal nach, was er jetzt für ein Problem hat. Wie erbärmlich. Meine vierte Niederlage. Ich konnte seine Schläge und die Klinge perfekt abwehren, aber ich habe trotzdem verloren. Was jetzt? Bancho Leomons Jacke. Wenn ich sie nur sehe, erstarre ich schon vor Ehrfurcht. Es fühlt sich zumindest an. Oh, nun in dem Fall, was, wenn ich gegen ein Digimon mit Umhang kämpfe? Ich könnte es zumindest versuchen. Zero, Regi, keiner der beiden hat einen Umhang. Was willst du von mir? Sie brauchen Umhang, Digimon, ich dreh durch. Naja. Mal gucken, ob wir irgendwie einen Digitationsgegenstand für eine Fusion bekommen. Aber dafür müsste ich 5 Tage warten. Und wie alt bist du, Bro? 19. Ja gut, das wird nichts mit 5 Tagen warten. Ich sollte mir so einen Vorrat an Digitationsgegenständen bereitlegen. Nur für den Fall der Fälle, ey. Okay, now. Eat up. Here you go. It's chow time. So, 100% von allem. Wenn das nicht zur Digitation führt, dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich. Das könnte der Nebenraum sein. Ah, Max Wemon. Du riechst nun nach Vintage Digimus. Oh, du bist dieser Mensch, über den alle reden. Der Aufgaben für uns Digimon erledigt, warum auch nicht? Sag an, was du brauchst. Oh, hi, cool. Ich bin Ex-Wemon. Ich suche seit einiger Zeit nach einem ganz bestimmten Digimon. Hast du schon einmal von Magnamon gehört? Ja. Er ist ein Royal Knight in strahlender goldener Rüstung. Er sollte endlich irgendwo in dieser Welt erschienen sein. Er ist eine Legende, die ihresgleichen sucht. Ich habe ihn überall gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Ich hätte so gerne ein Autogramm von ihm. Wenn du ihn also siehst, kannst du ihn bitte um etwas bitten? Und wo er sein könnte, ich habe überall gesucht, aber dann irgendwann aufgegeben. Zuerst würde ich zu Vedramon gehen und ihn um Rat bitten. Er hat nämlich auch nach Magnamon gesucht. Vedramon ist wohl ein absolutes Nullpunkt. Geh ihn besuchen, okay. Wissen wir Bescheid. Jetzt können wir endlich mit dem Typen auch quatschen. Der wird in der Eiskathedrale sein, ne? Nehme ich jetzt mal stark an. Ist ja auch ein neues Digimon. Oh! Geht mir aus dem Bild, ihr Penner. Mein Lieblings-Digimon. Ein Zähmer in Begleitung von 2 Digimon hat die Welt gerettet. Du musst Zero sein. Ich bin Beelzemon. Man sagt, ich bin eines der 7 tödlichen Digimon, aber ich hasse Gruppen. Ich bin lieber alleine für mich und tu, was mir gefällt. Entschuldige, dass ich hier herumquatsche. Also, was ich will, ist ein Wettkampf mit jemandem wie dir. Was hältst du davon, Lust gegen mich anzutreten? Okay. Du kämpfst, ohne nach meinen Gründen zu fragen. Du gefällst mir. Also dann, lass uns beginnen. Okay, auf welchem Level bist du denn? 60! Aber er hat nicht viel Leben. Ich will nur die Echse, Mann. Ich will nur die Echse. Ich will nur wissen, dass es geht. Holy shit. Der haut ganz schön rein, ne? Ja, ich brauchte 100% von allem. Es geht los! Glück gehabt. Also 100 von allen brauche ich, um die Exe durchzuführen, ja? Alter. Ah. Nochmal Glück gehabt, ey. Nochmal Glück gehabt. Ja, so haben wir wenigstens eine Chance gegen Beelzemon. Level 67, ey. Ich dreh durch. Der haut rein. Der haut richtig rein. So, Susanoo-Mon.
Zeit, jemand aufs Maul zu geben. Yay! Himmelsklänge! Oh Gott, das tut ihm nicht wirklich weh. Jetzt macht er sein Ulti. Doppelter Einschlag. Das ist ein cooles Ding, Ron. Einfach genial. Ich mag's. So, jetzt hast du mich gerade gestupst und ich bin umgefallen? Das wird trotzdem schwer gegen ihn zu gewinnen. Trotz allem. Und dann kommt morgen erstmal Phoenixmon dran, Alter. Dieses Viech, das muss sterben. Und so werden wir das quasi mit den nächsten Digimon alles regeln. Wir werden einfach zwei Digimon trainieren, einen Tag warten und dann zu denen gehen. Das ist der Plan. Und dann hoffen, dass mir einer irgendwas gibt, womit ich besser trainieren kann. Muss ja auch nur einer sein und schon werde ich stärker. Nein! Oh Gott. Was ist das eigentlich für eine Fähigkeit? TP-Verringerung, starker Angriffsboost. Ja, damit haben wir auf jeden Fall eins der stärksten Digimon schon mal besiegt. Und ich brauche Kohle, ganz dringend. Scheiß Verlangsamung. Oh, ich brauche noch mindestens zwei Ultis für den. Der macht 7000 Schaden, ey. This should do it. Now keep it up. That's right. Astro, keep it up. Aber gleich kommt meine nächste Ulti. That's the way. Give it all you got. Meine Ulti. Oh Gott. Boah, nur mindestens zwei Ultis, ey. Ah, jetzt macht er sein Ulti. Was für ein Kampf, ey. Stufe 60, ich dreh durch. Ah. So. Ja, die Musik kann ruhig aufhören, ganz ehrlich. Die Japaner, die machen Werbung auf mein Video, deswegen. Aber besser später als nie. Auch verwirrt zu sein. Er ist schon wieder verwirrt, ich dreh durch. Na gut, das kam ein bisschen spät. Neue Ulti. Neue Ulti. Wir kämpfen seit 5 Minuten, jetzt stirb endlich.
Ich drehe durch, ich brauche noch eine Ulti. Einfach nur Punkte sammeln bis zur Ulti und wenn ich sie habe, ist am Arsch. Ganz ehrlich. Dann ist vorbei hier, Freundchen. Dann ist vorbei. Schluss mit lustig. Na gut, eine kriegst du noch hier. Bullshit. Mein Arm leuchtet. Warum? Okay, einmal noch. Komm, einmal gut. Einmal richtig guten Bonuspunkt. Um die 30 wäre echt cool. Muss aufpassen, dass er so Ulti nicht macht. Ulti. Okay, geschafft. Alter. Was ein Kampf. Er ist wahrscheinlich nicht mal richtig tot. Wir müssen mal bedenken, wie viel Angriff der Typ hat. Der hat fast jetzt 8000 Angriff, meiner. Hey, du bist genauso interessant, wie ich mir dachte. Ich kämpfe alleine und du mit deinen zwei Digimon. Wir gehen die Sache anders an und suchen doch die gleiche Macht. Wann hatte ich das letzte Mal so einen guten Kampf? Danke, dass du meine Herausforderung angenommen hast. Oh. Meine Güte. Gut, dann gucken wir direkt mal hier nach einem neuen Digimon. Wie gesagt, die sind jetzt hier überall verteilt. Ich sehe hier nichts. Nutzen wir einfach den Autopiloten erstmal zurück. Puh. Du bist zurück, Zero. Ich habe gute Neuigkeiten. Beelzebub hat sich der Stadt angeschlossen. Nach dem ganzen Gerede über die ursprünglichen tödlichen Digimon ist es sicher ins Dimensionsviertel gegangen. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 145. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so gut laufen würde. Ah, der ist ins Dimensionsviertel gegangen zum Kämpfen. Ah, ich verstehe. I'm sorry. So sehr interessiert mich das nun auch nicht. Vielleicht, weil ich es eklig finde oder einfach nur nervt. Gut, Serverwüste. Und dann noch die anderen. Ach Gott. Oh, was ein Drama. Gut. Ich würde sagen, Hinterland der nahen Ebene, zack. Hey, ich speichere mal ganz kurz, ja? Sollte er nicht hier gewesen sein? Ich bin Kentaurusmon und ich bin Kraniamon. Wir sind gekommen, um deine Stärke, die diese digitale Welt gerettet haben soll, mit eigenen Augen zu erleben. Bitte kämpfe mit uns und zeige uns deine Stärke. Okay, von mir aus. Guck nur mal kurz, wie stark die sind, dann lade ich den Speicherstand. That's good aim. Hurry, get up. 45, na gut. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Okay. Das heißt, da brauchen wir auch eine DNA-Digitation. Ach Gott. Oh Gott, das wird auch so schwer alles. Und ich brauche Geld. Ich brauche unbedingt mehr Geld. Börse, beeil dich. Gib mir Geld. Oh je. So viele Megas, die ich besiegen muss. Und ich kann es vor allem nicht. Gerade noch ja, aber hätte ich kein Geld, hätte ich jetzt Probleme. Okay, zumindest wissen wir, wo wir jetzt zwei Digimon finden.
Gut, hier ist nichts. Ich hätte schwören können, der wär im Hinterland gewesen. Digimail. Ich brauche Autogramm. Schuluniform. Es ist in einem Nebenraum der Kapitänskajüte am Kappenbott. Ein kostbares Gut nicht kaputt machen. Streichel einfach ein wenig drüber, um den Geruch anzunehmen. Das wird gegen Nummelfoss in der weiten Hochebene helfen. Er muss hier irgendwo sein. Ich hoffe, der ist nicht allzu stark. Ich hoffe, der ist nicht allzu stark, Freunde. Das ist ein Kack-Digimon, ganz ehrlich. Apropos Kack-Digimon. Keine Ahnung, wie es mir dabei einfällt. Aber ich habe neue Zebra-Punkte auszugeben. So, wir gucken mal. 12 und 8, ne? Sehr schön, dann sind wir wohl gewappnet. Als nächstes hier die Droprate oder so, oder hier Lernrate ist auch nicht schlecht. Du bist zwar nicht dieses Nummelfluss-Ding, aber ich mach dich trotzdem platt. Watch carefully. Ja, weil du ein großes Digimon bist. Ah. Sauber. So. Weiter hochheben wir. Vielleicht müssen wir zur Toilette gehen. Also ich hab den Kumpel habe ich schon fertig gemacht, Junge. Dieser göttliche Duft, was? Ich dachte, wir beide wären Verbündete. Mir war klar, dass du, der Retter der Welt, selbst ohne den Vollstrecker eine harte Nuss werden würdest. Ich bin Nummelfloss, der blitzschnelle Herrscher der nahen Ebene. Warum machst du das? Um mir meinen Traum zu erfüllen, die Numemon und Zuckermon zu vereinen und damit jeder draußen sein Geschäft erledigen kann. Wie? Draußen aufs Klo? Will er wirklich, dass ich auf der Straße aufs Klo gehe? Ich bin ein edler Krieger, ich werde erst ruhen, wenn ich meine Pflicht erfüllt habe. Genug geredet, diese Toilette sind mein. Ich bin Nummelfloss, der Blitzschnelle. Blitze lassen sich nicht fangen. Ja, nee, ist klar. Aber man muss bedenken, es sind nur Champions. Es sind nur Champions. Ach komm. Jungs. Wer ist hier verzaubert? Huh? Ich hab doch meine Ulti zuerst gemacht. Ah, deswegen habe ich keinen Schaden genommen. You did it. That's the way. Ach Gott, das könnte echt schwierig werden. Okay, 31.000 Schaden, nein. Das kannst du knicken, ey. Ist mir scheißegal, dass die Toiletten besetzt sind. Ich gehe eh nur noch mit Megas raus. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. So sieht das aus. So und nicht anders, Freunde. So und nicht anders. Okay, ich würde sagen, wir warten einen Tag und kümmern uns um die nächsten. Ich würde ehrlich gesagt zuerst Richtung Trick-Digimon gehen, ne? Weil das wird uns ja angesagt. Ich würde ganz ehrlich dem schwarzen Digimon vertrauen. Over here. Autobelebt.
Ich dachte, die wären irgendwie um die 40 gewesen. Ich meine, das sind nur Champions, aber trotzdem. 31.000 Schaden, habt ihr es gesehen? Das ist ja nicht mehr normal. So, die Mail. Ich würde sagen, wir trainieren ein bisschen. Der Tag ist eh fast vorbei. Und ich muss ganz dringend eigentlich zur Börse, ne? Das wird auch billiger, aber da gehe ich erst drauf, wenn es ganz, ganz billig ist. Gut. Mache ich da schon? Da war ich ja schon. Gut. Dann können wir trainieren. Alright. Ready? Gehen wir ein bisschen auf Stärke. Stärke ist immer gut. Man muss mal denken, wie stark meine Digimon schon sind. Ich meine, guckt euch die Werte an. Das. Oder machen die mich hier eiskalt fertig, die Jungs? Stay focused. Das ist doch nicht normal. Und vor allem kann ich schlecht Tipps annehmen, wenn ich momentan für den Umzug vorbereite. Also vorproduziere. Also ich bin derzeit übelst am Vorproduzieren. Wenn ihr irgendwas schreibt, dann erfahre ich das erst viele, viele Wochen später. Wenn ich nicht dann sogar durch bin. Ja, ihr habt gut trainiert. Gut, dann bitte sehr zum Trainingsraum. Okay, gather up. Eat up. Here you go. It's chow time. Give this all you've got. Gut, Stärke. Over here. Was mache ich denn aus so schlafen? Sleep well. So, gehen wir erstmal schlafen. Morgen gehen wir Richtung Trick-Digimon. Uiuiuiui. Over here. It's chow time. Here you go. You hungry? Hat das vielleicht deswegen damals bei Mega nicht funktioniert? Mit der DNA-Digitation, sorry, ihr kennt meine Gedanken gerade nicht. Aber wir hatten ja einmal die DNA-Digitation, diese Mega, und da hat es ja auch nicht funktioniert. Muss ins Krankenhaus. Erstmal ein bisschen was verkaufen. Oh, Hauptsache Geld. Na, da habe ich wieder gefischt, wie verrückt. Wir können aber alle weg. Durchs Fischen kriege ich auch ziemlich viel Geld, ey. Not bad. Okay, kaufen wir uns erstmal Medizin. Moment. Gib mir mal, ich weiß, das ist jetzt verrückt, was ich hier mache. Ah, jetzt habe ich nur 90, verdammt. Moment. Das kriegen wir hin. Ich mache mich gerade absichtlich arm und das ist nicht gut eigentlich. Das ist eigentlich nicht gut, aber ich möchte 10.000 Bit haben. Ihr wisst warum. Es könnte der übelste Fail aller Zeiten werden, weil ich dann kein Geld mehr habe. Okay, kaufen wir erstmal was. Und zwar... Ach, jetzt kostet es nur noch 1500. Ah ne, das ist eine Superheilungsdisk und das ist eine Holodisk. Eilt in Reichweite. Keine Ahnung. Vielleicht hat es eine Reichweite, wo es den anderen auch mitteilt. Ihr habt 10.000 Bit, Mann. 10.000 Bit. Was willst du?
Hightech-Laden. Wie geht's? Hast du schon Fortschritte gemacht? Haben diese Idioten aufgegeben? Finde bitte schnell eine Lösung, das ist alles so peinlich. Wow, hier gibt's jede Menge Dinge, die ich haben will. Ich nehme das und das und das, bla bla. Okay, okay, okay. Ich meine, das kann doch nicht alles sein, was du von mir willst, oder? Du wirst mir doch Geld geben oder irgendwas. Wenn ich zu wenig Geld habe. Oh Gott, ich habe alles ausgegeben. Und wofür? Wahrscheinlich nur, damit er mich auslacht. Ich verstehe es nicht. Ich habe alles ausgegeben, was ich hatte. Infernum und Champion. Champions. Okay. Ah, das waren die Chips. Die sauteuren. Ja, coole Sache. Ich habe kein Geld mehr. Also, das ist schön. Einfach nur, weil ich neugierig bin, habe ich kein Geld mehr. Aber ich kriege das Geld schnell wieder zusammen, Leute. Macht euch da keine Sorgen. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Stattdessen, hatte ich dich schon einen Auftrag gegeben? Nein. Wo konnte ich nochmal einlösen? Hier drin, ne? Hä, das ist die Arena. WTF. Den Entertainment-Bereich wollte ich. So. Oh, ich habe zu schnell geklickt. Egal, wir jetzt haben wir ein Pflaster. Omnimon. Da haben wir. Omnimon, Yesmon, Alphamon, Dynasmon, Duftmon, Kraniamon, Examon, Crusadermon. Oh, das ist nicht schlecht. Das sind alles Megas. Keine DNA-Degradation Mega. Cool, hier krieg ich auch noch Paolo-Disc. Das ist nicht schlecht. Wenn ich irgendein Spiel habe, wo ich gewinnen kann, wo ich gewinnen muss, dann passt das. So, sei ein bisschen teurer geworden. Ah, es ist billiger geworden. Ich dreh durch. Na gut, ich komm klar, wirklich. Ich komm wirklich klar. Gehen wir zu den Landwirtschaftsfeldern. So. Wir machen jetzt ein bisschen Kohle. Indem wir die hier quasi ausbilden lassen und dann verkaufen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 5.000 am Tag. Und wenn ich den hier mache, werden es mehr sein. Ich produziere hier quasi Geld. Und das heißt auch, dass ich alles einsacken muss, was ich kriegen kann an freien Stuff, den ich dann verkaufen kann. Jetzt geht nämlich der Geizhals in dir richtig schön auf. Und ich weiß noch, wie ich vor ein paar Folgen die Folge angefangen habe und ja, wie viel hatte ich da nochmal? 300.000? Wie viel habe ich jetzt? Nix. Einfach alles ausgegeben. Schäm dich, Sion, schäm dich. Ich wollte nicht zu böse. So, wo bringst du mich hin? Defect X. Bring mich in die Serverwüste. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo der sein soll. Hatte ich schon mal gesehen. Aber hier ist keiner, ne? Nein. So, das ist Richtung Süden.
Ja, da geht's Richtung Logikvulkan. Hä? Ich bin direkt in den Süden gegangen. Aber ich weiß, um was es geht. Wir müssen zum Turm. Wir hätten zum Hinterland fliegen müssen. Normalerweise würde ich jetzt zurück mit dem Autopiloten und das Ganze bezahlen. Allerdings ohne Moos nichts los. Ja, Freunde, ohne Moos nichts los, leider. Ich zeige euch jetzt mal einen guten Ort, wo man ein bisschen Geld farmen kann. Und zwar, man klaut die Bananen. Oh, scheiße, da ist irgendwas. Naja, oder auch nicht. Wer bist denn du? Ja, Freunde, wer das ist, das erfahren wir wohl erst in der morgigen Folge. Wünscht mir Glück bei irgendwas, was der macht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.